Golf wird seit 50 Jahren in Timmendorfer Strand gespielt. Ja, die Golfanlage Timmendorfer Strand hat ihren 50. Geburtstag gefeiert am 27. April. Und wie machen wir das in Timmendorf? Ja, wir laden die bekanntesten Pros Deutschlands ein und sie machen Vorträge und Tipps und Tricks. Und selbstverständlich waren wir dabei für euch, sodass ihr die Vorträge euch anschauen könnt. Für euch hatten wir Stefan Quirnbach dabei. Stefan ist Master Professional und Ehrenpräsident der PGA of Germany. Sein spezielles Gebiet in dem Video jetzt war das Chippen. Da hat er etliche Dinge darüber geschrieben und referiert. Und gleich kommt Stefan mit seinen Tipps über das Chippen. Zuerst schauen wir aber Peter Martin an. Peter ist PGA Professional des Jahres, also sozusagen bester Pro Deutschlands. Er hat gerade diese Titel gewonnen in Kassel bei der Arbeitstagung der PGA of Germany. Und Peter spricht über das Thema des Abschlags, insbesondere wie man ein bisschen mehr länger aus dem Drive quetschen kann. Peter kennt sich sehr gut aus. Der spielte letztes Jahr in der Senior British Open, ist selber ein sehr guter Golfer. Und sein erster Vortrag geht um die Mittigkeit des Treffens, also gar nicht um so viel Speed, sondern wie gelingt es ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen, indem dass man direkt aus der Mitte der Schlagfläche trifft. Ich habe mir gedacht, was können wir machen, um jeder so der ein oder andere hilfreiche, simple Methode geben, so diese Dinge dann abzuchecken, ohne dass man die ganze Technik das hat. Und ich habe ich war kurz bei Aldi, habe mir so eine Dose Trockenshampoo. Ne? So. Das ist genau das Richtige für Sie. Ne? So, da können wir, ich habe das immer im Bag. Ja, eben. Ja, so. Ja, so. Also mit dem Trockenshampoo kurz auf die Schlagfläche dann sprühen. Das können wir nachher bei jeder auch ein bisschen mal also ausprobieren. Und man kann sich vorstellen, dass man da danach sehen kann, wo man dann den Ball dann trifft. Jetzt habe ich noch keinen Ball geschlagen heute. Das ist ja aber schauen wir mal. Ich mache es ein bisschen langsam. Ne? Als Senior darf ich nicht zu hart am Anfang, sonst tut es dann weh. Und dann wird man dann mit dieser Sache dann sehen können, wo man den Ball dann da getroffen hat. Ist nicht ganz ideal, nicht das, was ich eigentlich wollte, aber wie gesagt, bei dem ersten Schlag ist es okay. Und man hat gesehen, mit diesem modernen Schläger, als ich angefangen habe, Golf zu spielen, waren das so vor 40 Jahren oder so, ungefähr, ein bisschen mehr sogar. Da waren die Schläge dann wesentlich kleiner. Wenn man dann nicht in der Mitte getroffen hat, hat man das sofort gemerkt. Der Ball ist dann wirklich nicht weit geflogen. Und heutzutage sind sie ein bisschen größer geworden. Der Sweet Spot, sag ich mal, der Punkt, wo man treffen kann und man immer noch einen ordentlichen Ballflug dann bekommt, hat eine ordentliche Länge, hat sich vergrößert. So wie beim Tennis mit den größeren Schlägern in der Zeit. Früher waren die aus Holz, jetzt nicht mehr. Und durch diese Schlägerkopfgröße ist es ein bisschen leichter, dann einen guten Effekt zu produzieren mit dem Schlägerkopf. Also den Schläger in der Mitte zu treffen, wäre eine Sache. Das ist eigentlich ein super Tipp. Ich nutze Impact Spray auch und sehr viel sogar. Und ich finde, es ist ein super Feedback, vor allem, weil man auch Richtungen damit gut erklären kann. Ein Golfball, der den Schläger an der Spitze zum Beispiel trifft, kriegt auch so einen Spin und dreht nach links in der Luft. Und ein an der Hacke für einen Rechtshänder natürlich sliced mehr, als man eigentlich verdient hat. Und es ist total super, dieses Feedback zu holen. Also ich würde euch empfehlen, ein Impact Spray zu besorgen und das anzugucken. In seinem nächsten Tipp spricht Peter über die Geschwindigkeit und fängt mit dem Schnappen an. Eigentlich ein ganz cooler Begriff und zeigt ja gleich mit seinem Finger, wie man das macht. Und dass eine Beziehung besteht zwischen Geschwindigkeit der Hände und Geschwindigkeit des Schlägerkopf, finde ich ganz spannend. Schau mal rein. Jetzt möchte ich gerne, dass jeder die rechte Hand hier auf dem Oberschenkel bringt.
und so hart wie ihr könnt mit dem Zeigefinger drauf kloppen. Ja, viel fester. Also versucht man sich selbst ein bisschen weh zu tun mit diesem Zeigefinger, geht nicht. Ne? Da kommt nichts dabei raus. Wenn Sie aber mit dem anderen Finger dagegen drücken, festhalten und den schnappen lassen, aua, da kann man sich fast wehtun dann dabei. Da ist deutlich mehr Energie zur Verfügung, oder? Ja, so, aua. Das Gleiche mache ich mit dem Schläger. Ich will nicht während der Ausholbewegung aktiv die Handgelenke winkeln, in der Hoffnung, dass ich dann durch ein aktives Handgelenkwinkel in der Vorwärtsbewegung mehr Speed produzieren kann. Eigentlich brauche ich den Schläger nur zu halten. Das Gewicht des Schlägerkopfes reicht, um meine Handgelenke für mich zu bewegen. Die biegen sich und schnappen wieder zurück. Okay? Also, ordentlicher Kreis und ein schnappenden Handgelenk wollen wir dann haben. Eigentlich ganz spannend, dass es wirklich eine relativ einfache Idee gibt, wie man mehr Geschwindigkeit aus seinem Schlag machen kann. Und jetzt gehen wir zu Stefan Quirnbach. Stefan referiert jetzt über ganz einfach die Chip-Technik. Also, wie sieht Chippen wirklich aus? Chippen ist eine sehr aktive Bewegung aus dem Körper und den Armen mit sehr passiven, aber lebendigen Händen. Denkt nicht, ich hielte sie fest. Feste Hände, Schwung zu Ende. Ja? Handgelenke sind ganz weich, meine Arme bleiben am Rumpf. Ich stehe so schmal, wie ich nur kann. Und jetzt nehme ich meinen Schulterarmdreieck nach rechts, pendle nach vorne und stehe in dieser Position. Und das ist die wichtigste. Ihr müsst sehen, dass die rechte Seite entlastet ist, ihr weiterhin Kontakt habt mit den Armen am Rumpf und der Schläger ist tiefer als eure Hand. Ja? Also ich baue mich so auf, mache diese Bewegung, der Schläger nimmt den Ball und er rollt dann dahin aus. Ich persönlich mag es mehr, wenn die Hände ein bisschen weiter freigeben im Durchschwung, sodass der Abstand zwischen Bauch und Schlägerende mehr gerade sein kann. Aber ich finde das auch wichtig, wie Stefan das sagte, dass der Körper tatsächlich freigegeben wird nach vorne. So kontrollieren wir tatsächlich besser den tiefsten Punkt im Schwung des Chips. Und jetzt hat Stefan einen Tipp über Hanglagen beim Chippen. Eine Frage, die oft Golfer fasziniert, weil man merkt, in der Hanglage bin ich gar nicht so gut. Und Stefan hat eine ganz interessante Idee, wie man das umsetzen kann. In dieser Lage, eine Aufwärtslage, sehe ich ganz viel Blödsinn. Und zwar bevorzugt stehen die Menschen so dort. Ne? Jetzt hätte ich sehr viel Angst um meinen inneren Oberschenkel, dass ich den dagegen haue. Und wenn ich jetzt so stehe, bin ich verloren. Weil ich jetzt hier nicht nach vorne komme, bewege ich mich oft nach hinten und dann habe ich so einen Schlag, zu kurz, ne? Wird dann wieder mehr ausgeholt. Oder es kommt halt die Gegenbewegung, dass ich dann da vorne in den Boden hacke. Immer derselbe Kram. Und leider wird einem viel gesagt, man solle sich dem Hang anpassen. Ja? Wird immer gesagt, ja, passe ich dem Hang an. Ja, wer ist denn hier Skifahrer? So stehen wir auch auf einer vereisten Piste und passen uns dem Hang an. Dann sind wir nämlich im Tal schneller als alle anderen, aber nicht auf Skiern, sondern als Lawine. Sondern was wichtig ist, und das merkt euch bitte, wenn ihr in einer Schräglage seid, müsst ihr das Bein, was oben ist, also die Drehung behindert, nach hinten nehmen. Wenn ich das nach hinten nehme, kann ich im sogenannten Lot stehen. Jetzt stehe ich komplett balanciert. Und weil ich diese Hüfte jetzt auf dem Weg habe, kann ich auf einmal meine Bewegung durchführen. Und dann schrabbelt mein Schläger entlang des Geländes. Und er nimmt sich den mit dem Loft ganz normal und fliegt nach oben. Ja? Stelle mich also so hin, ganz schmal, ja? Greife den ein bisschen kürzer. Ja? Und dann habe ich dieses Ergebnis. Ich mag den Begriff Schläger über dem Boden schrabbeln. Das bezieht sich natürlich auf den Bounce-Winkel, also der Winkel hier unten zwischen Sohle, hinterer Teil der Sohle und vorderer Kante des Schlägers, wo der Schläger einfach darüber
Schrabbelt werde ich häufiger nutzen, das Wort in meinem Training. So, jetzt komme ich. Ja, was hatte ich zu sagen? Seit 20 Jahren referiere ich auf Golfmessen in Deutschland und Veranstaltungen über mein Basic Setup und wie ich Loft und Bounce enorm wichtig finde im kurzen Spiel bei längeren Chips, kürzerer Pitches. Und habe jahrelang gesagt, hey, das ist der Weg, wie ihr das machen müsst. Und ich glaube das immer noch. Wobei neulich hat man in den letzten so 5 Jahren oder so entdeckt, dass das nicht für allen Distanzen so gut passt. Und es gibt eine Fähigkeit, nämlich der Startwinkel des Schlägers, der noch ein bisschen flacher sein muss, als wie ich das früher immer referiert habe, um perfekt Backspin und Fluglänge zu machen. Und hier sind meine neuen Gedanken dazu. Und jetzt, dass wir diese Geräte haben, Trackman und so weiter, und wir haben die Möglichkeit, mittlerweile die Daten von den besten Spielern der Welt zu sammeln, habe ich gesehen, dass es einen Schlag gibt, den ich nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Niemand hatte diesen Schlag auf dem Zettel bis vor ein paar Jahren, wo man festgestellt hat, alle Top-Golfer der Welt machen einen Pitch. Bei Pitch meine ich jetzt einen Schlag mit 30, 35 Meter plus, also wie auch immer weit ihr pitcht hier alle. Ja? Also von 30 Meter bis unter Umständen 100 Meter. Alle Top-Golfer der Welt, sei es auf der LPGA Tour, PGA Tour, DP World Tour, was auch immer, starten den Ball mit einer solchen Annäherungsgeschichte in ein ganz klein genaues Fenster. Und zwar zwischen ca. 26 und 30 Grad Abflugwinkel. So, wenn das ein Putt ist, der rollt nur, das wäre so ein Abflugwinkel und das wäre so 28 Grad Abflugwinkel. Und alle Top-Spieler der Welt, ohne dass sie wissen, warum sie es tun, intuitiv machen das. Und man hat sich dann gefragt, ja, wieso denn? Wieso machen die das? Und vor allem ich, wo ich sage, das ist ja natürlich suboptimal, weil ich eigentlich habe immer gelehrt, dass man so bei 45 Grad plus den Ball hochstarten sollte, um einen steilen Landeweg zu haben. Und das Thema Backspin bin ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil das passte so nicht zu meiner Methode für euch. Ja? Und ich glaube immer noch, dass ihr sehr viel besser bedient seid, zuerst einmal den hohen Schlag zu beherrschen und dann vielleicht später das Thema Lenkkontrolle und Backspin zu nehmen. Weil wenn es so ist, dass man einen 28 Grad Launchwinkel eigentlich haben müsste, das kann man mit meiner Methode von der Hanse Golf nicht machen, sondern das muss man anders machen. Und ich habe mir ganz lange überlegt, ja, wie bringst du Leute das bei? Weil ich finde Sachen, so wie mein Ding, was ich erklärt habe, mit maximal Loft und Bounce total gut, weil Golfer verstehen ganz genau, wie man sowas machen will, wofür der Schlag gut ist und was ich machen soll und welches Setup ich brauche. Eine komplett in sich geschlossene Geschichte. Und das finde ich immer toll beim Training, weil meine Schüler verstehen ganz genau, wofür sie das machen sollen. Aber jetzt haben wir festgestellt, dass nicht nur machen alle Top-Golfer der Welt einen 28 Grad Launch Angle, sondern dass es auch noch optimal ist für Längenkontrolle und auch für Backspin. Beides ist optimiert bei einem 28 Grad Launchwinkel. So, warum Längenkontrolle? Weil je dichter an eine parabolische Kurve ich komme, desto besser bin ich in der Einschätzung der Länge. Also wenn ich einen Schlag mache, der diese 28 Grad Launch Angle hat, das wird so ungefähr so sein. So, das war gerade 28. Mit der Höhe kann man wunderbar Länge kontrollieren. Wenn ich einen Schlag mache mit der ja, nicht alten Methode, sondern der höheren Methode, wo ich den Ball mehr auf dem linken Fuß habe und spiele ihn viel höher, ist das sehr viel schwieriger abzustimmen, wo der Ball nach unten kommt. Das zweite ist, dass Backspin
ist perfekt optimiert, wenn ich den Ball bei ca. 28 Grad in die Luft schicke. Und vor ganz vielen Jahren haben wir gedacht, dass man Backspin maximieren kann, wenn man richtig doll nach unten auf den Ball haut mit super viel Loft. Und ich weiß, wie ich hier angekommen bin vor 19 Jahren mit meinen Kollegen. Und wir haben die neue Wedges damals bekommen und haben versucht, maximal Backspin zu bekommen, indem dass wir den Schläger total toll aufgemacht haben und richtig doll nach unten geschlagen haben. Und der Ball kam nie zurück. Und wir haben uns gezweifelt, wie machen die das denn im Fernsehen, wo der Ball so aufkommt und dann so weit zurückkommt? Weil egal, was wir versucht haben, konnten wir es nicht hinbekommen. Und wir haben eine Sache damals einfach nicht gewusst. Seit wir diese orangenen Boxen haben und können alles untersuchen, jetzt wissen wir, dass Backspin perfekt, so optimal ist, wenn ich etwa 5 Grad nach unten schlage, mit circa vielleicht 30 Grad Schlägerneigung. Weil dann greift die Reibung auf dem Schläger optimal und spinnt den Ball so viel, wie man kann. Wenn man mehr Neigung macht, dann haben wir zu viel Loft und der Ball gleitet auf der Oberfläche des Schlägers und die Reibung wird weniger. Und das wusste man damals einfach nicht. Wenn man es überlegt, ist es eigentlich relativ klar. Ich meine, es ist ja nicht Tischtennis hier mit so einem Gummischläger und einem weichen Ball. Wir haben so eine harte Nuss hier, Range-Bälle. Und die normale, also die Top-Bälle sind auch nicht viel weicher. Und wir spielen mit einem glatten Chrom-Schläger. Insofern, natürlich haben wir viel weniger Reibung als so ein Tischtennisspieler oder ein Tennisspieler oder sonst was. Und deswegen haben wir ganz andere Gesetze, die für Backspin sorgen. So, es ist mir wichtig, dass ihr wisst, wie ganz genau das Ganze funktioniert, um jetzt diesen neuen Schlag gleich auszuprobieren. Drei Sachen müsst ihr wissen. Zum einen, die Loftneigung des Schlägers ist für euch der einzige Faktor, den ihr verändern könnt, um diese Launchwinkel hinzubekommen. Es gibt nichts anderes, was man tun kann mit so Lieblingsdinger, wie die Clubgolfer gerne hören, wie Schulter so oder Armstrecken oder Handgelenk oder was auch immer. Das bringt alles nichts, wenn die Loftneigung nicht ideal ist. Es gibt einen anderen Faktor, der vielleicht eine Rolle spielen könnte, aber den kann man nicht nutzen. Das ist der Eintreffwinkel und wir müssen unbedingt den Ball in der Abwärtsbewegung schlagen, sodass wir sauber den Schläger an den Ball bekommen und keinen Rasen dazwischen bekommen. Das kann man also nicht ändern. Deswegen sagen wir, Eintreffwinkel von 5 Grad, Neigung des Schlägers bei ca. 30 Grad oder so, dann haben wir optimale Reibung und der Ball fliegt relativ flach weg mit optimalem Backspin. So. Das heißt, man kann das Setup nicht mehr machen, wie ich das gesagt habe auf der Hanse Golf. Also wenn ihr von 2002 bis 2023 auf der Hanse Golf wart, sorry, nicht ganz richtig, sondern meistens richtig. Ja, wenn man den hohen, kurzen Annäherung machen will, dann immer noch perfekt richtig. Damals habe ich gesagt, Basic Setup geht so, Ballposition an der Innenkante des linken Fußes, Schläge absolut gerade, dann habe ich 46 Grad Neigung auf meinen 46 Grad Wedge. Das aber für Backspin und längeres Pitchen nicht mehr, sondern Ball eher zum rechten Fuß, zwei Drittel nach rechts und die Hände weiter vorne. Und jetzt habe ich aus meinem 46 Grad Wedge ein 30 Grad Wedge gemacht. Und jetzt kann ich steil nach oben schlagen, dafür sicher sorgen, dass ich den Ball zuerst schlage und dann habe ich 30 Grad Neigung und mit der Reibung zusammen wird das perfekt in 28 Grad Abflugwinkel rauskommen. Versprochen. Wir werden das gleich zusammen ausprobieren. Und dann habe ich mir überlegt, das ist alles super, aber bestimmt nicht alle von euch haben ein Trackman zu Hause. Weil
Die Hälfte, ja, genau. Und für die andere arme Hälfte, die nicht 20.000 Euro ausgeben für so ein Ding, sondern lieber ein Haus kaufen oder irgendwie sowas, ihr braucht einen einfachen Weg, wie man das machen kann. Und heute Morgen habe ich mit Christoph hier mir überlegt, es kommen Leute an, die keinen Trackman haben. Es ist total schade, aber sie haben sowas nicht. Ganz arme Menschen, und für die Armen müssen wir auch eine Lösung haben. Und deswegen haben wir Folgendes ausgedacht. Und zwar, wenn man von zwischen diesen weißen Latten spielt und oben diesen Punkt auf dem Stab trifft, das von hier ist 28 Grad. Könnt ihr gerne ausmessen. Es ist genau richtig. Christoph hat das perfekt ausgeführt hier. Ihr könnt das selber machen. Alle haben so einen Trainingsstab, ne? So ein Reflektor-Stick oder irgendwas, Schirm, egal, irgendein Stick, was ihr in den Boden stecken könnt. Ihr könnt diesen Stick ausmessen, wie lang es ist. Und dann geht ihr auf dreiecksrechner.de. Ja? Das ist die Internetseite von meinem Bruder. Ja? Und kostengünstig, nein, nicht wirklich, aber kostengünstig kann man dann sagen, okay, wenn mein Stab dort ist und so hoch ist und ich stehe 3,5 Meter davon weit weg, wie genau weit weg muss ich sein, beziehungsweise wie tief in den Boden muss ich stecken, und 28 Grad könnt ihr es machen. Es ist total einfach, ja? Total einfach. Ich zeige euch gleich, wie es geht, und ihr könnt euer eigenes Stab machen. Falls das ein bisschen zu aufwendig ist, könnt ihr einfach hier ein paar Bälle schlagen und ihr könnt es hier machen. Weil relativ schnell tatsächlich kriegt man das Gefühl für, wie hoch das wirklich ist. Und ihr habt ja zwei Möglichkeiten gleich zum Ausprobieren. Entweder macht ihr das hier und versucht über den Stick zu schlagen oder tatsächlich an die Trackman-Geräte und guckt. Und ihr seht 28,4 Grad. Wer auch immer hier stand als letztes, hat das gerade hinbekommen. Also hier hinstellen und einfach üben, den Punkt auf dem Stick zu treffen, dadurch, dass man die dynamische Loftneigung, also diese Neigung hier, versucht zu ändern. So, ihr könnt das jetzt ausprobieren. Es gibt eine Frage aber, die offen ist. Habt ihr alle aufgepasst? Es gibt eine Gefahr jetzt. Loft ist weg, aber das ist nicht eine Gefahr. Sondern irgendwas anderes ist weg, was eure Versicherung ist. Der Bounce ist weg, Uli. Ja, aber ich habe wenige Schläge, die 20 Grad Bounce haben. Und deswegen ist es ein Schlag, der mit ein bisschen Risiko verbunden ist. Weil ich habe jetzt keine Versicherung mehr. Und ich sage immer, Bounce-Winkel ist Versicherung. Der Bounce-Winkel sorgt dafür, dass der Schläger aufsetzt und gleitet durch den Boden. Deswegen ist Bounce mit Abstand das schlechteste Wort in Golf, weil eigentlich das beschreibt überhaupt gar nicht, was dieser Winkel macht. Und die Firma Ping, obwohl ich natürlich Callaway viel besser finde und das wird aufgenommen und Callaway schauen das, die Firma Ping haben Wedges herausgebracht, die Glide heißen. Eigentlich eine ganz schlaue Idee, ja? Obwohl sie mit Abstand nicht so gut sind wie Callaway Wedges. Aber es ist tatsächlich so, dass das eine sehr gute Idee ist, weil das Wort Bounce ist falsch. Und wirklich ist es so, dass wenn man mit viel Bounce auf den Boden kommt, der Schläger prallt nicht ab, sondern der gleitet durch den Boden. Und ihr müsst nur wissen, wenn ihr jetzt diesen neuen Backspin-Lenkcontroller-Schlag, wie die Typen auf der Tour das machen, dann ist es so, dass wir diese Versicherung gar nicht mehr haben. Also wir pitchen ohne Versicherung. Und das ist halt nicht so super. Weil wenn man dann vielleicht nicht in der Lage ist, den Ball perfekt zu treffen, dann muss man doch zurück auf die gute alte Hanse-Golf-Methode und doch eher höher spielen, aber dafür sorgen, dass man den Ball beständig trifft. Okay? So, das heißt, neuer Setup, Ballposition 2/3 zum rechten Fuß, Hände leicht vorne, Brustbein bleibt vor dem Ball,
und ihr macht jetzt Aufschwung und zurück zum selben Punkt und hoffentlich kommen wir an bei 30 Grad Neigung, 5 Grad nach unten und der Ball fliegt ab und noch hat niemand ganz genau den Punkt oben getroffen, aber vielleicht kommt jetzt jemand und ihr schafft das. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Selten kriegt man drei gute Golflehrer zusammen und kann hören, wie sie Sachen leicht unterschiedlich erklären. Und wir reden immer über dasselbe, natürlich, klar. Aber ich fand spannend, wie Stefan das Wort Schrabbeln nutzte, wie Peter so die Handgeschwindigkeit benutzt hat als Beispiel. Und ich finde es interessant, wie sie natürlich alle von uns komplett anders sind als Typ und Sachen anders erklären. Stefan ist der Entertainer, Peter ist der Spieler und weiß gar nicht, was ich bin, hoffentlich irgendwo in der Mitte. Timmendorfer Strand wurde 50 Jahre alt und in den Recherchen über was ist über die letzten 50 Jahre passiert, habe ich festgestellt, dass ich einer der wenigen Pros tatsächlich, die in Timmendorf waren. Seit Gründung waren nicht so viele. Rainer Hinz war sehr lange Pro, gefolgt von Sven Enkele als Head Pro und dann kam ich, also gar nicht so viele. Spannenderweise aber, als wir geguckt haben, was alles so war, haben wir festgestellt, dass John Jacobs, der legendäre Golflehrer der 60er und 70er, hatte tatsächlich eine Dependance in den 70er, 80er Jahre in Timmendorfer Strand, was ich Wahnsinn finde, der wirklich der Top-Name der 70er Jahre im Golftraining und auch im Spiel, der war ein Ryder Cup Spieler auch noch, hatte eine kleine Dependance in Timmendorfer Strand. So wie Trainerlegende David Ledbetter, wozu ich natürlich ein bisschen gehöre, der hatte jahrelang seine deutsche Headquarter in Timmendorfer Strand. Also ja, Timmendorf gehört eigentlich zu den Hochzentren des Golftrainings in Deutschland und so fand ich das total angebracht, dass wir gefeiert haben mit einem bekannten Pro wie Stefan Quirnbach, mit Peter Martin, der PGA Professional des Jahres und dass ich meinen Beitrag auch dazu leisten konnte. Und natürlich freue ich mich sehr, dass ihr hier teilhaben konntet von dem Ganzen. War ein bisschen längeres Video, als ich normalerweise mache, aber ich denke, ihr konntet da eine ganze Menge mitnehmen. Also vielen Dank für das Zuschauen. Bist du einverstanden mit allem, was Stefan, Peter und ich erklärt habe? Dafür sind die Kommentare hier unten bei YouTube natürlich gedacht, dass du da schreiben kannst und sagst, hey, das sehe ich aber ein bisschen anders. Oder ja, genau, ich war bei dem Peter Martin, toller Typ und so weiter. Und ich würde wie immer mich freuen, von euch zu hören. Jedes Kommentar wird natürlich beantwortet von mir. Also freue mich, dass ihr da reinschreibt und hier natürlich meinen Kanal folgt und liked und alles, was dazugehört. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag auf dem Golfplatz und wir sehen uns im nächsten Video.